Gestern war ich auf dem Pizza und haben wir die scheiß Landeier vom FCK geklotzt. Die Depper haben es auch nicht hingekriegt, den Motor zu schießen. Das kommt davon, wenn man nur die schwarze Pelle spielen lässt. Ich fesse Quartara, oh, ich bin so saugut und vieler. Nicht viel mehr am Dorf vorbeigefasst. Sag mal, rennt ihr bei Fuß oder was? Nee, Feldhockey, Depp. Ja, als mal unter uns gesagt, also du bist ja echt eine ganz scharfe Tussi und so, und ich hätte mal echt Bock, dir voll einen reinzudrücken in deine Fotze. Ja, das wäre doch geil, oder? Geil. Die Kleine kennst doch filmen, die Sau. Ja, ich hab hier noch ein paar Pornohefte, so für uns geil zu machen und so, verstehst du, hä? Und die Kleine könnte dann auch noch die Perücke von meiner Mutter anziehen, weil ich stehe auf meine Mutter, verstehst du? Also, so, die war echt scharf, ey, und voll die Oh, ich Braut. kenn grad Heile. Ich kann die Scheißkamera meinem Mann nicht geben, das Geschäft sei ist der voll depp. Mist! Ich den mir jetzt auch lieben können, er interessiert ihn los. Ah, der hat die Mahlzeit da. Dann kennst du ja echte Mal. Echte Mal! Abladen! Ja, und die Kleinen können es ja dann abmalen, Das Meer bringt Hieroglyphen aufs Blatt wie die Picasso. Das malt so scheiße, das gibt's mal nicht. Ich glaub schon, dass du schön die Latt schiebst. Wo Willi ist es auch ein Loch, Van Gogh. Fast gekotzt bei. Ja, anscheiße wird doch geil, hä? geil. Annie von deiner Schlampe ist am Telefon. Du musst doch jetzt mal Hörer abnehmen und so. Sehr geehrter Herr Präsident, ich darf Ihnen unseren neuen Spieler präsentieren, Carsten Janka. Er war sehr unglücklich in Italien und da haben wir uns gedacht, auch er ist ablösefrei und dann könnte er ja eigentlich auch bei uns kicken. Er hat zwar zwei krumme Beine und er kann eigentlich überhaupt nicht an den Ball treten, aber für unsere Bedürfnisse, um abzusteigen, reicht's eigentlich. Wir bringen ihn jetzt hier mal zur medizinischen Untersuchung und so. Da wird er jetzt mal gut durchgecheckt und die Zähne, ob die alles in Ordnung sind. Das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung jetzt bei uns, wenn wir neue Spieler kaufen, so. Hast du gerafft, hä? Was? Was will denn der Depp? Erzählt mir irgendwas vom Abstieg. Hast du eine Macke? Geht's noch? Naja, die Planungen für den Abstieg laufen auf vollen Touren. Wir haben jetzt sogar einen neuen Mannschaftsbus gekauft, ja? Also, hier geht jetzt mal die Tür auf, wenn man da den Hebel zieht, ja? Und dann werden die Spieler hier reingeparkt, ne? Das ist ganz wunderbar und komfortabel Oh, du so. schlau. Ach, So, und da komm kommt ja auch her. unser neuer Spieler, das ist Lucio Metomo, Maulwurf. ja? Lucio Metomo, der hat starken Mundgeruch, wie Assi, man so sieht, Trauriger. ne? Maulfäule. Putzt er die Fresse. Dann natürlich unser neuer Star am Horizont, Stefan Lexer. Er wird uns zum Abstieg führen. Ganz sicher. Trikot. Sag mal, hast du A eigentlich Schluss mit uns in die zweite Liga zu kommen, B-Klasse oder C-Jugend? Ah, die Hohlkepp. Ah, Dreckschick. Sag mal, jetzt wird die Liga B-Klasse mit der Mannschaft Steiner ganz sicher ab. Oder was meinst du, Oinu? TKKG, die Profis sind wir. Danke für die richtige Antwort auf die falsche Frage, Box.